Was ist Kimi? Gefällt dir das nicht? Oh, ist ja gut, so ist schon. Zeig, ja, ist dein Bäuchlein. Ja, ja. Ganz schönes Bäuchlein, gell? Na, Rambo. Du willst gefilmt werden? Ja.
Kippi steht jetzt offensichtlich kurz vor der Geburt der Welpen. Ja? Kriegen wir bald die Babys? Kimi? Hm? Das erste Baby kommt. Also irgendwas kommt da. Ich weiß, warum das Museum. Das erste Mädchen kommt, das erste Baby ist schon drin im Geburtskammer. Fein machst du das. Fein machst du das. Ja, fein. Sie merkt, dass da was kühlt. Ja, ja, da kommt ja auch was. Da ist es. Guck mal, ja, siehst du es? Siehst du es? Und jetzt mal ja, rauskommen. Da kommt es. Da. Das erste tut bestimmt weh, ne? Ja. Was kommt das? Warte. Ja, da kommt das Baby. Das Hundebaby. Siehst du es? Hm? Da kommt das. Schönes Gedrücke. Ja. Achtung. Da ist auch ein Los. Fressweh. Willkommen in Berlin. Kommt nicht richtig raus, ne? Hä? Kommt noch nicht. Achtung. Jetzt mach mal jetzt langsam. Ich will doch gar kein. Ich guck doch nur. Mach nicht das Tier nervös. Die kriegt deine Nervosität mit. Sieht ja cool aus. So hab ich das noch nie gesehen. Mit Niki kamen die so geflutscht. Das erste dauert immer so. Das geht nicht. Das dauert immer etwas. Bewegt sich schon. Ja, ja. Super, Kimi. Wie süß ist das? Wie ist das? Freya? Ja. Klein, sehr klein. Sehr klein, ja. Oh, ich möchte helfen. Oh. Ich kenne das. Doch, ich kenne das von den Dings. Sie waren klein, größer. Ja. Oh Gott. Könnte doch tatsächlich Rambo. Fein, Kimi, hast du das gemacht? Farbe ganz die Mama, ne? Ja. Aber ist aber auch weiß dabei. Ja, ja, ein bisschen. Nee, nee. Ja, doch. Und oh, golden. Golden. Yorkie-Farben. Hm? Den Film mal an. Ja. Ist das süß. Gell? Wie lange ist die von der Miki? Wir werden es sehen, vom Gewicht her. Ein Baby. Ist das süß? Ja, die war, sie hat mich dann umarmt, als es dann kam. Guck mal, guck mal. Ist das goldig, gell? Es muss noch sauber sein. Ist doch lustig, gell? Ihr wollt gehen und sie stand da und auf einmal sich fängt an zu pressen. Ich habe oben gerade gesagt, was du mich ja gesagt hast. Mensch, jetzt wird es aber mal Zeit, gell, so ähnlich. Im nächsten Moment rufst du hoch. Ich hatte hier ein bisschen gedöst, gell? Ich habe die ganze Ruhe gelassen. Ja, ich war ja so einfach machen ja lassen. Auch, dann wollte sie da raus. Sie wollte aus dem Zimmer rausspringen. Ja. Sie ist auch rausgestürmt. Wie? Hat sich wohl erschrocken? Nee, die saß an der Tür. Die hat wohl gemerkt, dass jemand reinkommt. Gott. Das ist überhaupt nicht. Das ist ganz klein, der Kleine. Fein. Fein, Mäuschen. Guck mal, wie sie da macht. Das ist süß. Ich habe nur auf Pause gestellt.
Die macht das super. Mhm. Ich habe die Fruchtblase da geplatzt, deswegen habe ich auch ein bisschen zugegriffen. Mhm. War schon aus der Eibel. Mhm. Oh, hat sich schon bewegt, hat sich fast rausgekrabbt mit dir selbst. Mhm. Ja, ich habe auch gedacht, hör, ich dachte, da ist noch eine Höhle drüber. Nee, ist geplatzt, das hat man gesehen. Ich habe nur gesehen mit Höhle vorher. Mhm. Oh Mann, das Baby ist heiß. Guck mal, es sucht schon nach der Zitze. Gleich fängt es. Ich fange nachher an. Ich fange nachher an. Das ist ganz schön munter, oder? Weibchen. Hast du schon gesehen? Nö. Schätze ich. Nee, kommt doch nicht. Das presst aber. Genau da drauf halten. Ja, ja. Möglich. Du könntest die Taschenlampe von dir beleuchten, vielleicht. Ich wollte schon. Gleich kommt die Festbeleuchtung. Mal wieder da, wo sie nicht hin sollen. Mhm, die wollen immer hinten rein. Wieso? Wollen wieder zurück? Da ist es am wärmsten. Da kommt wieder was Flüssigkeit. Ja, ja, das kommt schon, man sieht's. Siehst du es, Freya? Was kommt denn da? Da kommt Flüssigkeit. Das nächste. Da ist auch. Oh, das ist braun. Braun. Oh, wie schön. Goldbraun. Freya nicht bewegen. Goldbraun, schwarz. Freya nicht bewegen. Oh. Das ist groß. Das ist ein sehr großes. Groß. Das ist groß. Das mache ich immer. Dann ist er nämlich frei. Aber wieder so einen anderen Kopf. Anders als bei Mickey. Ach. Ist ja geil. Nee, Freya, dann geh weg einfach. Dann dreh dich raus mit dem Kopf und geh weg. Nicht mehr, danke. Diesmal mit braun, gold. Ja, ja. Und es grinst. Guck mal, es grinst. Hast du gesehen, Claudia? Nee. Das ist aber noch größer, kann das sein? Nein. Ist das süß? Wir haben alle einen anderen Kopf. Braun. Das ist so braun. Schön braun. Hier, wie sie die Farbe hier hat. So ist ja, das ganz. Wunderschön. Auch die erinnert mich an Susi. Mhm. Wollte ich auch gerade sagen. Nee, Susi war noch anders. Ja, aber ich meine jetzt Farbe. Susi war ganz gold. Fast. Ihr Maya. Der Kopf ist anders, Elisabeth. Ja. Die Stirn. Ja. Das ist alles ist anders. Mhm. Gucken, dass die Nachgeburt kann man das. Ja, na, sie holt das schon raus gerade. Mhm. Sie ist am Rausholen. Die dritte. Hast du gesehen? Die geht relativ schnell für das erste Mal. Ja. Jetzt, nachdem das erste, nach dem ersten ein bisschen länger war, jetzt geht es drin. Ratzfatz. Ja, noch nicht mal. In einer Stunde drei. In einer Stunde drei? Das hat die Miki das erste Mal aber nicht geschafft, oder? Nein. Nee. Die hat eine halbe Stunde hat die geworfen. Nee. Eineinhalb Stunden hat sie gebraucht für drei. Ja. Hast du gesehen, das erste war, hat ein bisschen, wo ich ein bisschen nachgeholfen habe, weil es ein einfacher ging. Und die anderen flutschen so durch. Gell? Jetzt mach die Taschenlampe halt, dann sag ich ihm gar Bescheid. Genau. Halt mal da drauf. Da, so deshalb. Ja. Nee. Karl? Ja. Das nächste ist da. Mein Leib oder Wolken? Kann ich dir nicht sagen. Der Karl ist zügig, du. Mhm. Willst du weiterfliegen? Immer schön draufhalten, dann kann man das wenn man das sieht, beim Film ganz perfekt toll sehen. Alles dran. Und aufpassen mit der Nachgeburt, dass sie wirklich alle draußen sind. Ich kann's nicht das ist ganz sehen. Wichtig. Ist das von der ersten draußen? Nee, ne? Nein, nein. Ist nämlich abgenabelt. Das ist genau. Ist nicht mehr. Sie versucht, sie herauszuziehen.
bisschen Schwierigkeiten? Nein, nein. Ist normal. Ist doch ganz munter. Ist das schön. Wirkt sich doch ganz munter. Mhm. Aber trotzdem sind die Köpfe anders. Oh, das ist Einbildung. Oh, die ist die Zunge raus. Mhm. Ja, mach die Zunge raus. Mach die Zunge raus. Mhm. Mal wieder zurück, die Babys. Ja, das ist am wärmsten. Welches am wärmsten? An der Stelle ist es am wärmsten. Immer das ist ganz einfach. Ja, Schatz, Geburt hier. Magst du noch mal was trinken? Schatz. Wo ist sie? Guck mal, magst du noch mal was trinken? Nein. Komm mal, du kleine Trulla. Das ist die kleine Trulla. Guck mal, jetzt hängt die wieder da hinten drin, zwischen. Hoch. Ja, das sind halt ihre Kinder, ne? Bräunlich, mehr braun als schwarz. Und dann drückt man hier drauf, wenn vorbei ist? Weiß auch. Ich nicht. Drückt man auch auf den roten Knopf, wenn man eine Pause machen will oder irgendwie? Ja, genau. Rückruscht. Rutscht aus. Ja, vielleicht haben wir ja noch die Nachgeburt. Und das letzte Mal schon windig. Konnte man noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Weißt du? Wie war das jetzt? 45 oder? Nee, früher haben wir jetzt gar nicht. 38, glaube ich. Ja, stimmt. Irgendwie sowas. 37. War noch keine 15 Minuten später wieder da andere. 15, 38 würde ich sagen, ne? Mit Rosanne hängt schon wieder da hinten. Was für eine Farbe? Weiß. Du hast jetzt bisher erst ein Bändchen. Bis jetzt habe ich jetzt ein Bändchen. Und alle hängen sie wieder hinten am Eingang und wollen zurück. Mhm. Ein Rosa, da. Guck, alle wollen sie zurück. Ich bin froh. Ja. Bisschen ruhiger. Hatte ich ja gesagt, nur schön still dabei stehen und sitzen. Ist noch was drin, ne? Da ist doch einiges drin. Wo sollen die denn alle hin? Sie hat hier bestimmt noch vier drin. Wie viel können sie kriegen? 8, 9, 10? Nee, Gott. Nein, so viel sind sie nicht. Kein Fall. Aber 6 mindestens. Wenn ich die Größe angucke, hängen sie alle in den Loch. Ist süß. Andere Köpfe. Du kannst sagen, was du willst. Wir werden sie vergleichen. Und das ist nur, weil es kleiner sind. Mama, das sind niedliche Hundewelten. Mhm.
so Bändchen. Da ist ein Kimi. Nein. Muss halt richtig drum gelegt werden. Dann passt das. Darf ich denn her? Bist du? Dann streicheln. Super. Das musst du Elisabeth fragen. Das sicher darfst du streicheln. Ganz vorsichtig. Oh. Süß. Ja, gell? Dann kriegst du es wieder. Darf ich denn auch noch dann... Jetzt nicht, Freya. Du darfst sie nachher alle mal streicheln. Ja. Wenn ich streiche den Kleinen, dann kitzelt es. Süß, gell? Darf ich dann auch die Beine trauen und dann nachher streicheln? Ja, nachher. Mama, ich hab den anderen braunen gestreichelt. Und die Mama hat das aufgenommen. Auf dem Videofilm ist das. Das ist niedlich. Ja, Kimi, ohne mich hättest du die Babys nicht. Mit einer Fresserei. Ich weiß nicht, wie sie gefressen hätte. Wäre vielleicht in die Hose gegangen. Mhm. Legt auf den Teppich. So süß, diese Quietscherei, gell? Das ist so eine Wellentrinkt an der Brust. Dein, zu Michaela. Oh Gott, Finn. Jetzt glaub schon, dass da noch drei kommen. Sieht da noch auf. Nee. Sieht da noch Beulen, die hat. Und die andere Seite ist ja auch noch. Das ist gut, dass die Babys gut schön kommen. Das liegt die Wehentätigkeit an. Kimi. Hey. Ist doch blöd, so zur Seite. So, ist drin. Und die Babys sind niedlich. Mhm. Die sind niedlich. So frisch geborene Hundebabys sind total süß. Ja. Da ist auch ein Hund drauf. Mhm. Ist sogar ein Yorkshire Terrier auch. Guck. Mhm. Der Kami war mitgebracht. Die liegt schon wieder da hinten. Die kleine Madame.
Und der andere auch. Der rollt. Oh Gott, wie niedrig. Süß, gell? Mhm. Das ist gerade auf dem Rücken rollst. Ja. So einen schönen weißen Fleck unten drunter. Darf ich mal streicheln? Süß, gell? Oh Gott, das gibt's gar nicht. Guck dir das mal an. Pinguin. Wie niedlich. Darf ich mal streicheln? Du musst keine Angst haben, Kimi. Die nimmt dir keiner jetzt. Jetzt nimmst du keiner weg. Die sind so niedlich. Soll ich schon mal Not dazu? Kannst du Wer? Ist wirklich so. Hatte ich die kleinen Bücher. Kimi habe ich gestreichelt, ist auch okay. Und dann warte ich auf dem Weg zurück mit meiner Hand die kleinen. Hat sie geschnappt. Hat sie geschnappt. Mhm. Also nur. Also ich habe das. Hätte ich doch nicht gedacht. Naja. Also, du mich schon. Mhm. Ich habe auch überlegt, ob ich das wirklich, ich fand es machen soll. Und lag ich wohl. Hab, ja. Das mit das so normal. Kommt das nicht mit? Lässt ja auch lässt der nicht von irgendwem anfassen. Ich kenne sie doch. Trotzdem, sie ist eine Fremde, sie ist genau. Nicht. Sie lag bei dir und allem. Ja, trotzdem. Trotzdem. Ich kann nicht verstehen. Sie ist nicht der Rudelführer. Genau. Das nicht. Guck mal, auf den, wenn du sie hier hinten kommt das. Preisgleich. Ich höre doch hier was in der Mache, das sieht man. Oder wie ich mit ihr reinfalle. Oh, wo sind die anderen? Oh, da. Da kommt das Baby. Ist das ein Kinderbord?
nicht. Noch nicht. Jetzt kann man hier schon, jetzt konnte ich hier was sehen. Ist das die Nabelschnur? Die ist erstmal die Eihaut-Hülle. Da ist die Schnur, siehst du? Ja. Gut, Elisabeth dran zieht. Wenn du ihn wechselst, obwohl Espresso kann auch stimmen. Kommt. Kommt was? Oben kommt es. Schon draußen? Nee. Ja. Wieder dunkel. Ja. Wieder dunkel. Sie guckt also weg vom Gesicht. Ich bin hier unten. Ja, ja. Sie ist schon drin geplatzt. Also. Ich sah nichts. Ah, jetzt sehe ich's. Ich hab's aber nach. Ja, ist normal. Die Nachgeburt frustriert wieder, ne? Wieder ein dunkles. Nächste, Karl! Karl kommt endlich. 17.20 Uhr war es da. Also 17.20 Uhr. Alles dieselben. Warum muss man das nehmen? Wie nehmen? Dass da etwas Lisa drin ist. Bitte möchte ich das machen. Das ist relativ schnell, ne? Mit dem letzten. 17.20 Uhr? Mhm. Ich will einfach nicht stehen. Ich komme hier auch wieder runter. Ich komme wieder runter. Nein, ich bin noch hier. Ich bin hier. Guck mal, bei der Mickey waren es beim ersten Mal auch alle recht dunkel, beim zweiten Mal andersrum. Und das große nicht? Ja, stimmt. Hatte ich auch mal eine Hündin. Beim ersten Wurf nur dunkle gehabt, beim zweiten waren es alle hell. Vom selben Vater. Du wirst aber jetzt diesmal nicht mehr feststellen, wenn das nächste Mal kommt. Dann gehen wir, die tun wir dann an die Leine. Du kommst auf die Idee, und dann laufen die draußen mit. Die können doch noch gar nicht. Die können doch gar nicht laufen. Die können doch gar nicht. Und wir können sich bewegen. Die Leine beginnen lassen. Ganze Reihe, du. Ganz lang. Stefan, bin ich. Nein, Micky dann immer ganz schnell da reingelaufen ist, um zu ihren Babys zu kommen. Nur schnell mal gerade was draußen machen und zack, wieder rein. Nein. Ist das noch Luft am Japsen oder ist das normal? Ist normal. Ja. Ist normal. Nichts Schlimmes. Das ist das ganze Fruchtwasser, alles draußen ist. Das ist nichts Gefährliches.
Kleines Mäuschen. Auch so ein kleines Mäuschen. Ja. Ich kann es nicht sehen. Könnte aber ein Rüde sein. Ist was größer. Ist nicht ganz so zierlich. Ist größer. Wie süß, mit dem Schwänzchen von hinten. Ist auf jeden Fall was größer. Dicke Bratzen, gucken. Das ist Mama. Die Nachgeburt rauszuziehen. Schon durchgebissen? Nein, nein, ich versuche jetzt erst die Nachgeburt rauszuziehen. Hat sich wohl noch nicht ganz gelöst. Da kommt das nächste. Wieder ein braunes. Was war das denn? Das kann man wohl nicht geschießen. Ich hatte gerade das eine, da kommt schon das nächste. Das eine hängt noch an der Nabelschnur drin. Die hat es aber eigentlich. Ein braunes. Das ist wieder ein braunes. Da hängen noch zwei drin, dran mit der Nabelschnur. Das hat aber noch was zu tun. Braunes. Wieder ein braunes. Das nächste. Das ist noch dran. Echt auch noch drin. Die kleine Tüte. Keine Wartezeit. Das war jetzt 32. 17.32 Uhr. Das kannst du gar nicht wiegen hier. Ne? Und wo ist das, hast du aufgeschrieben? Ne? Ja, die, sind ja noch, die hängen doch noch fest. Das eine war 17.32 Uhr und das andere war gerade 17.20 Uhr. Hast du das nicht auf, hast du das aufgeschrieben eben? Ja. Ein paar Minuten zwischen. Das ging aber flott. War Miki so flott? Ja, ging bei dir auch. Ja. Ist das Braune jetzt auch mir? Weiß ich nicht. Das können wir noch nicht sehen, glaube ich. Kann ich noch nicht sehen. Das ist ein Mädchen. Ja, meine Diagnose war ja recht gut. Jetzt schon die ganze Zeit habe ich sechs. Habe ich während der ganzen Trächtigkeit gesagt. Ich glaube, das sind mindestens sechs. Wie wenn nicht sogar sieben. Ne? Ja, sechs. Muss man nachfühlen, ob noch was drin ist. Jetzt sind sechs. Also wenn ich eben ihren Bauch da gesehen habe, dass der immer noch ziemlich ist. Aber jetzt sind ja zwei wieder draußen. Also nein, nach dem fünf. Okay. Nur noch eins nachgekommen. Nochmal füllen.
kann mir das mal nicht schnell vorstellen. Wenn die da draußen sind, dass die alle da mal irgendwie da drin waren. Ja. Guck dir den Haufen mal an. Und müssen ja, ja, weil die da zusammengeknetscht ja, sind ja, quasi. Ja. Die liegen ja in dieser Embryonalstellung auch und alles. So wie wir ja. Ich stelle mir vor, die werden ausgestreckt. Die kämen ja oben aus dem Hals. Ihr wollt wieder rein? Finde ich nicht fein. Immer wieder hinten rein. Beide jetzt noch nicht abgeladen? Nee, sie sind beide noch drin. Vielleicht soll ich sie mal hochheben, dass die Nachgeburt rutscht. Soll doch unten hängen, dann rutscht die. Ja, spart mal ab. Normalerweise löst das sich von selbst. Die wollen alle zurück. Schip. Oh Gott, wie die Äugler bewegt um drin. Hm? Mal sehen. Scheint ein bisschen heller zu sein wie das erste. Ist anders von der Farbe. Oder? Ganz schön quirlig, gell, die Kleinen. Besser verkauft? Ja, ich glaube. Die macht das im Moment mit links. Echt mit links. Mit einer Leichtigkeit. Ich an den Hund von der Claudia denke, aber anders. Mhm.
die ganzen Hunde durcheinander geschmissen. Hm? Die ganzen Hunde auf durcheinander geschmissen. Hm? Da kommt es. Schon draußen? Hm? Wieder ein dunkles. Befreit sich fast selbst, das Kleine. Ist schon wieder ein dunkles. Alle lebend. Und das ist fast selbst, ist fast von selbst rausgekrabbelt, das Pläne. Sieben. Das war's jetzt, oder? Sieben Stück. Ich fasse es. Sieben. Mein Gott. Ihr habt aber was zu tun. Sieben Stück. Wie süß. Eine Rasselbombe. Das hat jetzt was. Wenn die anfängt, durch die Bude zu laufen, ist das so süß. Naja, wir haben ja den Weißt Leben. Du, wie man das nennt? Was? Das Leben. Ja. Guck mal, wie süß die sind. Oh Gott. Niedlich, gell? Guck mal, wie sie sich da aneinander kuschelt. So süß. Ja. So süß. Das ist echt der Hammer. Oh Gott. Guck mal, was mir ankommt. Was für Babychen. So süß. Ich glaube, das war's. Aber auch wieder klein. Finde ich nicht. Den Kopf. Ich sehe nur den Kopf. Ich sehe ja nicht mehr. Sieht das wie ein Chihuahua? Ja. Wie ein Chihuahua. Stimmt. Eher wie ein Chihuahua. Also manche, ja, gell? Eher, manche sehen aus wie ein Yorkie und die anderen wieder wie so ein Chihuahua. Was ist Chihuahua? Sieben. Mhm. Oh, goldig. Gut, dann nicht. Bist du noch am Aufnehmen? Mhm. Sehr guter Wert. Was? Tageslichtlampe ist cool, gell? Da weiß ich noch gar nicht, was das ist. Mm-mm.
Ein Weiblein. Spricht für Lucky. Du weißt nicht, was du hast. 5 Weibchen und 2 Röten. Mhm. Die Größe halt. Da war die Bonitke hat immer größere gehabt. Und mit dem Fressen war die ja auch nicht gerade der Runner. Sehen. Ich glaube, das sehen wir erst, wenn die älter werden. Haben sie wirklich vom Gewicht her? Meinst du mal, Sissi? Mhm.